Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute mal unterwegs in meiner Bretagne und der Ultrakiller wollte unbedingt mal seinen Italiener ausführen, die Giulio Cesare. Sie, it's a me, it's a Mario. Ich habe mal natürlich auch die passende Tarnung drauf gekloppt. Ah, wie hässlich. Bist du mit dem schon mal gefahren? Einmal. Verdammt kurz davor halten musst du nur, ne? Ja, die Reichweite ist ja nicht so da. Ach, ich kann dir ein bisschen mehr Gas geben. Der kann ja mehr als halbe. Ja. Und los geht's. Ja, so habe ich mit der Bretagne, habe ich auch. Also wenn du triffst, hast du entweder Nieten oder du versenkst ihn. Ja, sind mächtige Geschütze. Das habe ich auch schon festgestellt, aber die kann auch verdammt gut fressen, weil die Ladezeit so lang ist, ne? Ja. Gerade noch mal Ewig lang. gucken. Nimmt er jetzt wieder auf? Das ging ja. Ja, nimmt auf. Kann wieder zurück. Ach, aber zu deiner Beruhigung, ich habe auch 30 Sekunden Ladezeit. Hat der nicht sogar 32, 33 so rum? Muss ich gleich mal Was gucken. deiner? Ja, warte mal. Kann man das hier Muss sehen? sogar drauf gucken. 31,5. Ich habe 30, aber meiner scheint schneller zu sein. Ich bin mit 19,9 jetzt Vollgas. 27. Angeber. Das ist doch der Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, da wird es mich nicht mehr sehen. So ein Tragflächenboot wahrscheinlich, ne? Dass du vorne Ja. rausgehst. Beziehungsweise Ja, hinten. geht dann wie bei Waterworld hier, Katamaran und dann kommt da noch ein extra Segel raus. Cleveland dreht wieder ein, schade. Dafür kommt die George aber jetzt gleich vielleicht in Reichweite. Gleich wird dein Hund angelaufen kommen. Warum? Draußen ballert irgendein Spacken Feuerwerk ab. Raketen. Da ist doch die Cleverland. Tatsächlich gar nicht gesehen. Ach, ich habe aber so blöd abgeschossen. Meine gehen mich immer in die Insel. Und, ja, wie angedeutet. Kannst halt nichts. Nee, war wirklich blöd von mir. Ich habe den Zerstörer aber auch nicht getroffen. Ich könnte zwar jetzt auch der Cleveland in die Schuhe schieben, aber das war wirklich ich, das war meine Dummheit. Ich guck mal, ob ich die Chip-Charge treffe. Die will ich jetzt auch treffen. Lass mir was über. Mal schauen, kann ich nicht versprechen. Wie schnell fährt der denn? Ach, geht, mittel. Mittel, mittel, 970 geht. und ein bisschen mehr. Eben mal das Unsichtbare. 7,3. Ich habe jetzt insgesamt 5-1. Und ich bin entdeckt. Ich Ach, brenne erstmal. von rechts kommt ein Zerstörer. Ja, da ist die T22 ist da. Ja, da kriegt er aber nicht hin. Ich guck mal. Na, ja, mit den hinteren könnten. Na, verdammt. Oh, ich bin nicht so weit vorgefahren. Jetzt muss ich hier oben lang. Du hast was getroffen. Ja, den Zerstörer. Dafür sind wir doch gemacht. Wir sind doch hier die Zerstörerkiller, oder? Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Schon Oh, wieder. ich fresse Torps. Ja, Gott sei Dank. Da ist ja schon wieder so ein Teil. Na, überdreht. Da. Oh, 970 drauf. Das ist ja noch ein Er hat Zerstörer da festgefahren. links. Pass auf, links ist die Mutsuki, die hat bestimmt auch schon Torps gesetzt. Ja, ich bin gerade am Ein. War gut, Ach, dass ich nochmal sag. der hat sich ja wieder festgefahren, der Depp. Ja, meinte ich ja gerade. Oh,
1900 diesmal. Zweiter Zerstörer. Oh, 970 auf dem Zerstörer, verdammt. Ich glaube, ich bin wirklich dafür gemacht, Zerstörer rauszunehmen. Hat das schon wieder einen erwischt? Ja. Penner. Ich höre Tops. Ging Gott sei Dank vorbei. Kannst du auf die Cleverland kannst du nicht schießen, ne? Doch, mache ich jetzt. Gucken, ob ich den wenigstens treffe. It's a me, habe getroffen, Zitadelle. Ich auch. 20.000. Ich nicht. Also insgesamt. Häng ich hier so fest? Ich komme nicht mehr vor und zurück, super. Ja, dann drehe ich. Nö, bleib ruhig da, ich guck mal, ich fahre nochmal vor, geht ein bisschen. Jetzt wieder zurück mit Schwung vielleicht. Nicht, dass ich mir eine Zielleiste abreiße hier. Ja, oh, nur ein Abpraller diesmal auf die Cleveland. 3-1. Ich stehe aber auch blöd hier. Das habe ich gesagt, unsere Perf ist hin. Die mit der Perfs, die haben es entweder total drauf oder so verkacken's. Apropos verkacken. Unsere Leute verkacken das bei D total. Ja, ich hänge hier wirklich fest. Ich komme nicht mehr raus. Oh, da schießt was auf mich. Was weiß, dass ich hier festhänge? Die Cleverland? Ja. Ach, die hat ja nur noch 190. Ah, weg ist er. Und die Kongo denkt, er wäre ein Italiener. Der fährt nämlich ganz langsam. Kommst du gar nicht weg? Nee. Hast du auch mal probiert, wenn du die Kanonen drehst und auf die schießt? Ja, ich probiere jetzt erstmal noch in die andere Richtung. Das sieht doch gut aus. Ja, ne? Na gut, dann drehe ich nicht. Ich komme weiter. Ich bin aber schon ein Stückchen weiter, durfte ich fahren. Jetzt wieder nach da. Und Vollgas. Jetzt geht wieder gar nichts. Na, ich komme mal runter zu dir. Ach Quatsch, mach Punkte. Es ist sowieso nichts mehr da. Ach, das ist nur noch ein Zerstörer. Ja, da brauchst du auch nicht mehr runterkommen. Ah, dann schieße ich auf dich. Genau. Das sind aber auch Ecken hier, das ist nicht normal. Ja, manchmal ist das echt komisch. Kommst du wirklich nicht mehr weg, ne? Ich hing mal mit einem Zerstörer, hing ich so 11 Minuten lang fest. Mir ist keiner zur Hilfe gekommen. Die sind dran vorbeigefahren. Als ob das so schwierig wäre, weißt du, mal kurz anzustupsen. Tolle Runde. Sagen wir dann die Punkte. 38. Also, besser wie nix. Nur noch 6 Kilometer, dann bin ich bei dir. Ja, der Dingens ist aber jetzt gleich raus. Der hat noch 2,9 an Punkten. 2,8.
Wo siehst du den denn? Da hinten die Mutsuki. Und wupp. Irgendwas habe ich gekriegt, da war ein komisches Geräusch. Normandie-Quest und Rückkehr der Sammlung von den Deutschen. Was? Eine Taste? Rückkehr der Sammlung. Muss in einem. Gewinnen Sie 4 Gefechte. Schiff der Stufe 5 oder darüber. Hast du wieder extra Scheiß gewonnen? Keine Ahnung, das war noch hier von den normalen Punkten. So, ja, war eine glorreiche Runde mit meiner Bretagne. 2 Zerstörer gekillt. Glorreiche 38.000 Punkte. Sogar eine Zitadelle dabei. So, wo bist denn du gelandet? Ach, was kannst du eigentlich mit deinem Italiener da? Naja, dann mal wieder Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.